Ja, können wir sogar. Ah, zack. Sehr geil. Lydia ist da, die ist ready. Ah, ich bin mal gespannt, ob wir dann im Arcana Verzauberer Knochenmehl. Gegenstand. Frostfalls Armor. Oder den Zwergenbogen. Furcht, Magieschaden, Feuerschaden. Feuerschaden. Und dann brauchen wir noch einen Seelenstein. Hallo, warum geht's jetzt wieder nicht? Ah, Seelenstein winzig, gefüllt mit armseliger Dings. Okay, Zwergenbogen, Gegenstand umbenennen. Feuerbogen der Zwerge. Okay, dann mach mal. So, Verzauberung auch gleich mal ein bisschen verbessert, das ist gut. Zeichnung verbessert auf 25. Rüstungsverzauberung, oh, sehr schön. So ein Trankmischerbeutel. Was haben wir denn da? Distelzweig. Altowein. Holzkohle. Okay, den Rest ist hier relativ... Schwaches Gift der Magiker. Zaubertrank der flüchtigen Unsichtbarkeit. Aber ich sag ja, wir greifen jetzt hier richtig gut ab. Okay. Mhm. Okay, nicht so ganz. Sehr schön. Sehr schön. So, Lydia. Ich hab... Ja, ich möchte dir was geben. Ich stehe zu eurer Verfügung. Natürlich, Lydia. Natürlich. So, was können wir dir denn geben? Name... wir geben dir das, wir geben dir das, wir geben dir das. Wir geben dir den, das geben wir dir. Und davon geben wir dir auch noch ein paar. Den kriegst du auch noch und den kriegst du auch noch. So. Dann mal los. Ja, dann mal los. Dann nicht zu raus hier. Dann gehen wir noch in das Verlies rein. Wenn das noch nötig ist. Und ich glaube fast ja. Festung Amol Kerker. Festung Amol Kerker. Sehr schön. Was war das? Ja, ja, ganz ruhig. Jo. Wow, 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 wow. Die macht mir aber gerade mächtig Damage rein. Erstmal Waffenverzauberung. Dann
Okay, Lydia. Meine Güte. Oh. Also das war schon nicht so ganz ohne. Das war schon eine Nummer härter. Aber ist okay. Noch alles im Griff. Gehüllter Lauch. Okay, nehmen wir mit. Oh Gott, diese ganzen Bücher. Ich nehme die jetzt alle erstmal mit. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, diese ganzen Bücher. Zack, zack. Wenn ich die jetzt alle vorlesen würde, da würden wir noch 3 Millionen Jahre da sein. Und noch keine Dings. Irgendwie was uns weitergebracht hat, okay. Hier ist nix. Aber hier. Wundertrunk der zusätzlichen Magie. Lesen das Firmament. Okay. Rolle des Schneesturms. Ziel erleiden 10 Sekunden lang 20 Punkte Frostschaden plus Ausdauerschaden. Naja, da sagen wir noch nicht nein. Das nehmen wir mit. Ist ja wohl logisch. So, was hast du hier? Sturmmagier. Elfenohr. Gold. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Lydia, komm. Safen. Weil es war doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Sieht aber jetzt gut aus hier. Was haben wir hier? Nix. Ist auch nix. Okay, der Kerker ist bisher ein bisschen sehr enttäuschend. Also bis jetzt. Nicht ein einziger Insasse. Ein bisschen schwach auf der Brust. Na, hier ist nix. Okay, der Kerker war wirklich enttäuschend. Können wir gleich wieder hochgehen. Hier ist nix. Naja, wenigstens haben wir so gut abgegriffen. Wenn man das alles zerlegen, entzaubern und hast du nicht gesehen, das wird gut. Ach, schau mal an. Ja, leck mich doch am Fuß, ey. Was wir hier alles finden. Das ist ja eine rare Goldgrube. Hier ist auch noch einer. Zauberbuch Azurblauer Wiederaufbau. Ja, komm. Boah. Ich werde nichts sagen, aber wir können ordentlich was wieder herstellen. Alchemie verbessert auf 25. Sehr schön. Beschwörung verstärken können wir auch mal machen. Gift, Gesundheit senken. Na, da kommen wir ja richtig. Gesundheit wiederherstellen. Feuerresistenz.
Magiker verstärken. Schaffen Giftanfälligkeit für Frost. Schön. Schaffen Gift dauerhafte Magikerschaden. Sehr geil. Alchemie beenden. Das hat's doch gebracht. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier raus und abhauen. Komm, Lydia, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Weiß noch nicht, wie wir hier hochkommen. Keine Karte auch nicht. Da gibt. Doch da ist ein Weg, der hier hochführt. Wir wollen ja hier hin. Oh Gott, dieser Weg. Wird gar leichter sein. Okay, dann mal schauen. Ach, dieser Wasserfall. Das ist so eine geile Welt. Das ist der Hammer. Ah, wir gehen sogar richtig. Sehr gut. Aber irgendwie... Lydia ist da. Warte mal, Lydia, komm. Wow, 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 wow. Was hat die geschossen? Sag mal. Brenn. Sorry, Kaninchen. Ach, da hinten ist noch einer. Du lernst mich kennen, du hier. Bei den Göttern, nein. Oh doch. Ich glaube, Spinne. Du bettelst um Gnade, du greifst uns an und willst dann Gnade haben? Träum weiter. So, Lydia, hast du ihn endlich mal gekillt hier? Naja, immerhin gab's Gold. Immerhin. So. Wie sieht's aus? Kurz Checkung machen. Ja, wir machen da mal eine neue Markierung. Gucken, wie weit wir kommen. Ich wollte eigentlich der guten Lydia ein paar Sachen geben, weil ich glaube, sie sind schon ein bisschen sehr schwer. Ich gebe euch Deckung. Gut, was hast du gut gemacht? Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ich muss dich loben. Heute bis zum, beziehungsweise bis vorhin, war das sehr, sehr ordentlich. Okay. Fellrüstung, Handschuhe, Hut. Pelzrüstung, Magierrobe. Mal schon wieder 6 Stück, ne? Ja, wir sind überlastet. Sehe ich schon wieder. Schwarze Magierstiefel, Stiefel. Eisenschild. Ach, ich bin doch ein Ochse. Ah. Jetzt habe ich die Sachen genommen. Wollte ich doch gar nicht. So, schwarze Magierrobe. 9 Stück, das ist Wahnsinn. So, waffentechnisch... wo bist du denn eigentlich? Feuerbogen der Zwerge? Amulett von Julianus? Und jetzt jede Menge Zeugs. Boah, was das alles wiegt, ne? So, alles klar. Geht ihr voran? Natürlich. Geiler Wasserfall. Hammer. Hammer. So. Unsere Fußreise geht weiter. Ich glaube, wir müssen hier hoch, oder? Irgendwie. So ein bisschen. Grüß Gott, wir tun euch nichts. Hallöchen. Möge Stendas Gnade mit euch sein, denn die Wächter kennen kein Erbarmen.
Alles klar, danke. Wo immer die Dedra sich verstecken, die Wächter von Stender werden sie ins Licht führen. Was haben wir hier? Steinchen, okay. Lydia ist da. So, jetzt lass mal ganz kurz gucken, wo wir lang müssen. Das ist so ein bisschen schlecht ersichtlich. Ich glaube hier. Bin mal gespannt, wo uns das jetzt hinführen mag. Mitten durch den Wald. Oh, hier geht's auch hoch. Warte mal kurz gucken. Kann man nicht näher ranzoomen? Ich würde so gerne näher ranzoomen. Ach, herrlich. Ein Bild für die Götter. Sieht einfach nur mega geil aus. Denn aus? Da brauchen wir noch ein bisschen. Pilze? Weißkappe? Sind wir richtig? Ich glaube ja, ne? Genau, wir gehen hier hoch und dann wollen wir da lang. Da. Warte mal kurz, da lang, ne? Pilze nehmen wir mit. Wir wissen nicht, was wir damit noch mit anfangen können. Da oben. Okay, ich wollte gerade sagen. Alter Falter, sag ich nur. Da geht's da weiter, da wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich weiter hoch, ne? Hier lang. Gehen wir ein bisschen durch die Botanik. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, das ist der richtige Weg. Den jetzt eigentlich nur noch folgen und dann schauen, dass Lydia kommt. Sehr gut. Dann sind wir dann an unserem Hauptquestziel sozusagen. Wir sagen nicht jetzt weiter, ne? Ein richtiger Weg ist es nicht hier. Aber es sieht einfach nur atemberaubend geil aus. Toh. Hammer. Hammer. Und das machen wir alles zu Fuß, nur gemerkt. Freund oder Feind? Seid ihr grüßt, Bruder. Ihr seht müde aus. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft, wenn ihr interessiert seid. Na, wovon redet ihr denn? Das beste Skooma. Der süßeste Mondzucker. Natürlich zu einem guten Preis. Das scheint mir verboten zu sein. Gebt mir einfach, was ihr habt, dann geschieht euch nichts. Einschüchtern. Sind wir so böse? Ah, ein Spitzel, was? Ich kann euch jetzt ja wohl kaum zu einer Wache laufen lassen, nicht wahr? Ach Gottchen. Na gut, dann auf die harte Tour. Nein. Shit, meine Waffe ist nicht aufgeladen. So, das haben wir. Mondzucker nehmen wir mit, Schlafbaumsaft und Skooma. Na gut, so. Axt von Weißlauf, Ladung T. Brauchen dringend wieder gefüllte Seelensteine.
unbedingt. Richtig? Ja, auf dem richtigen Weg. Am Wasser vorbei. Jetzt wird es auch noch dunkel. Na, ganz toll. What? WTF? Ach, ein Troll. Na komm, dich rösten wir doch. Na komm. So, jetzt ist aber gut hier, Freund. Nürnwurz haben wir auch noch. Sehr schön. Okay, sehr gut. Also die Reise ist nicht ganz ungefährlich. Aber hält sich alles noch am Grenzen. So, geht's hier hoch? Kann das sein? Ja. Ich bin sehr gespannt, was uns da oben erwartet. Aber Lydia macht momentan sehr gut mit. Das muss ich doch ehrlich mal sagen. So. Aber schade, dass wir da unten den Schlüssel nicht gefunden haben, ne? Das hätte mich schon gereizt, in die Hütte da reinzugehen, in diesen Dings. Okay, Laterne hat sich automatisch angeschaltet. Lydia, wo bist du? Da kommt sie. Gute Lydia, brave Lydia heute. Das können wir nicht mitnehmen. Was ist denn das hier? Ah, ist ein bisschen Gezuppel hier. Iva steht da Wache. Okay, was ist denn das? Das ist ein Stahlfall. Also das hier ist auf jeden Fall eine kleine City. Iva-Stadt entdeckt. Ich wünschte, ich könnte öfter liefern. Aber auf der Straße wird es zu gefährlich. Mühlrad. Oh. Mehlsack. Cool. Sehr schön. Was haben wir hier? Gehabgestell. Vielleicht können wir ein bisschen Leder machen. Ja, wir können Leder machen. So, zack. Können wir richtig gut was machen. Gut, dass wir die Trolle alle umgenietet haben. Ja, dadurch geht auch die Schmiedekunst nach oben, was ich sehr begrüße. Okay. Hat sich aber schon mal gelohnt. Immerhin. Halleluja. Was haben wir denn hier? Ziegenkäse. Was ist denn das hier? Sternschuppenhof. Ich habe so das Gefühl, dass ich irgendwie die Hälfte der Quests auslasse, die es irgendwie gibt. Aber na gut, wir werden ja sehen. So, wie sieht's denn hier aus? Okay, das ist alles zum Klauen, verstehe. Ah, hier ist jemand. Botti.
müsst ein Pilger auf dem Weg nach Hochrodgar sein. Das ist der einzige Grund, hierher zu kommen. Ich verkaufe Weizen. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Okay, ich verkaufe Kohl. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Und Kartoffeln. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. So, könnt ihr mir denn etwas über Hochrodgar erzählen? Es ist furchterregend, unter ihrem Kloster zu leben. Manchmal könnte ich schwören, seltsame Geräusche von dort oben zu hören. Es klingt wie Donner, aber ohne Regen. Was haltet ihr davon? Tja, was ich davon halte, ich halte es... Alle anderen machen das auch. Ach ja, dann klauen wir einfach mal... Bärenpelz. Kessel? Nein. Können wir kochen? Ja, gegrillte Kaninchenkeule. Komm. Und Wildbretkotelett. Yummy, yummy, yummy. Philanderes Löffel. Drosselei, Drosselei, Hühnerei. Es steht ja nicht dran, dass wir es klauen. Also nehme ich es mit, ne? Wir müssen ja zusehen, wie wir ran, wo unsere Sachen rankommen. Wenn natürlich da steht, dass ich klaue oder sowas, dann nehme ich es natürlich nicht mit. So, dann... Wie freue ich mich, diesen Mann zu sehen. Okay. Natürlich, geht. Alle anderen machen das auch. Gut. Gucken wir uns nochmal weiter um. Was ist hier los? Wow. Wow. Wow, 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 wow. Komm, Meister Petz. Vielen Dank. Na, was ist mit euch hier eigentlich? Was ist denn das jetzt hier? Das ist eine Holzverarbeitung oder was? Okay, machen wir uns mal ein bisschen Holz. Zack, Feuerholz. Gut für Schmieden. Zack, nochmal Feuerholz. Und noch einmal, komm. Ja, ich weiß, ich trage zu viel. Lydia, komm mal her. Lydia. Ich gebe euch Deckung. Dinge tauschen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, nicht nur unsere Last, sondern auch noch vieles mehr. So, was kriegst du denn? Du kriegst das. Ach Mann, immer dasselbe. Jagd, orkischer Pfeil, Spitzhacke kannst du eine haben. Skoma. Was kannst du denn noch? Feuerholz kannst du machen. Hier Fellhappen. Goldbarren. Holzkelle. Holzschale. Wir haben... Geht ihr voran? Schleifstein. Mal gucken, ob wir was machen können. Können wir nicht. Verdammt. Okay, es liegt schon... Ach was, wir können jetzt hier auch noch sägen, oder was? So, liegt schon ein Baumstamm zum Sägen bereit. Das ist ja... Okay,
Okay. Whatever, wie das, was hier auch gemeint ist. Okay, hier ist nichts. Nichts, was uns jetzt hier irgendwie. Scheint nur ein kleines Teil hier zu sein. Aber warte, hier geht's noch weiter. Auch noch ein bisschen mehr. Was ist das hier für einer? Willemies Inn. Gasthaus. Okay, wollen wir erstmal nicht gucken. Ist hier irgendwie Fischer oder sowas? Kilmex Haus. Und das hier. Feuerschleierhügel entdeckt. Ist das eine dieser alten Ruinen? Knochen. Einbalsamierungswerkzeug. Irgendwie habe ich nicht so das gute Gefühl. Geht doch noch mal kurz, bevor wir jetzt hier irgendwie in diesen Feuerschleierhügel reingehen. Wäre es vielleicht doch noch mal schlauer. Vielleicht doch noch mal in das Wirtshaus zu gehen. Vielleicht gibt es da eine Quest. Und das können wir vielleicht schnell nebenbei noch erledigen. Ihr seht schon, kommen. Wir kommen heute nicht mehr dazu, da oben hinzukommen. Ah, man wird immer so abgelenkt. Aber es ist ja, ne? Der Entdeckerdrang. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Müsst ihr mich wirklich ausgerechnet jetzt belästigen? Ja. Klimek bringt ihnen alle paar Wochen Vorräte, wenn...